So, weiter geht's. Auf nach Hateno. Ich sollte vielleicht mal bei Gelegenheit mein Pferdchen holen, ne? Gott, das war jetzt gerade so ein riesen Erfolgserlebnis für mich. Warum sollte da ein Schiff sein? Um da rüber zu kommen? Das ist cool am Spiel. Dass man einfach hier überall hin schwimmen kann ohne Ladesequenz. Yep. Also, klar, die Stelle, das mit dem Eis war jetzt einfach, das war einfach eine beschissene Mission. Die einfach nur grundauf beschissen. Aber das schmälert jetzt nicht unbedingt mein Empfinden zum Spiel. Ich finde das Spiel immer noch richtig geil. Achso, die Erfolgserlebnisse, ja. Also klar, die Endboss in den Titanen, ne? Die sind ja auch eine ne harte Nummer. Aber hier, das jetzt gerade. Uff, ey, das war jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer für mich persönlich. Ich finde, solche starken Zwischengegner sind für mich vom Erfolgserlebnis gewichtiger als ein Endboss, finde ich. So, okay, hier ist das zum Pennen. Gott, ich war nur ein einziges Mal hier in Hateno, ne? Kann man ja auch irgendwie beten, ne? Ja, die Belohnung ist nice tatsächlich. Die hat sich voll gelohnt. Was ist das hier? Achso, ist zum Kleider färben. Am Hateno-Strand sind Monster. Kann sie bitte jemand vertreiben? Aha, okay. Hey. Hey. Holzpfeile, Bombenpfeile. 10 Stück. Wie viele Bombenpfeile habe ich denn aktuell? 0. Oh. Oh. Boah, 700, Alter. So viel Geld habe ich. Das ist aber ein bisschen heftig, ey. Boah, Bombenpfeile haben wir echt schon den Arsch gerettet, ne? Warte, ich kann vielleicht noch was verkaufen. Warte mal. Löschen, kann ich dir helfen? Ich will verkaufen. So, okay. Dass man nicht irgendwie nach Preis sortieren kann, ist ein bisschen doof. Aber die Steine kann ich alle verkaufen, ne? Habe ich übrigens noch Feuersteine? Wie viele habe ich? 9. Scheiß, brauche einen Feuerstein. Erze verkaufen. Erze sind hier Diamant, Topaz und so, ne? Opal. Das ist alles Erze, ne? Ich bin es halt gewohnt, dass da immer Erz hintersteht. Ja, ich kann Inventar sortieren, aber nicht nach Preis hier. Der sortiert, ich weiß nicht, wonach der sortiert, das ist das Problem. Bin dann erstmal offline, viel Spaß noch. Ja, danke Cage, dir auch noch viel Spaß und schön, dass du da warst. Schönen Abend noch und schönes Restwochenende. Achso, der so. Ah, okay, der sortiert die. Alles klar, verstehe. Aber dann kann ich hier den. Komm, den verticke ich mal. So. Den Saphir. Und Diamant. So.
Okay. Ja, ich habe mir die extra aufgehoben, weil ich wusste, weil mir gesagt wurde, dass die Hitzebeständigkeitsrüstung, ich nenne die jetzt einfach mal so, dass sie sehr teuer sein soll. Deswegen habe ich die alle behalten. Okay. So. Ich nehme alles. So, das habe ich, muss ich genug haben, ne? 45 genau. Komm, wir nehmen dann noch 10. Ja, komm, wir nehmen noch 10 Bombenpfeile mit. Und das reicht dann. So. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass er durch die Tür geht. Ich weiß nicht, durch welches Spiel ich die neue Klamotten hier. Die Rüstung ist schlechter als mein Gewand? Ernsthaft? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich könnte dir aber die Hose gebrauchen. Wobei, macht die Rüstung wirklich so einen Unterschied? Ich brauche noch die Hose von dem. Ach, ich komme schon klar, denke ich. Stimmt, man kann die Rüstung verbessern, stimmt. Meine erste, aber eine Frage hätte ich jetzt aber gerade noch. Erstmal, wo geht die Leiter hier hin? Zweitens, wo kann man hier beten? Okay, jetzt in den Turm rein, schön. Okay, das hat mir so irgendwie gesagt, nichts gebracht. Oder kann man hier gar nicht beten? Ich glaube, hier geht das gar nicht, ne? Okay. Kakariko. Wo war denn mal hier Kakariko? Wo war denn hier eine Fee? Jetzt rechts hoch? Okay. Du meinst, glaube ich, links hoch, oder? Hier ist ein Riesenfeuer, hä? Hier das Ding hier oder was? Nee. Ich bin jetzt hier lang gegangen, so meinst du rechts hoch, okay. Oder da vorne hoch. Dann geht's dann nur zu dem Hütte wieder weiter. Wird das nicht irgendwie auf der Karte angezeigt, dass man da irgendwie beten kann? Nee, ne? Färberei. Ich sehe jetzt auch nichts, was irgendwie danach aussieht. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, kann das sein? Ist das mein Pferd? Ne, ist nicht mein Pferd. Wollte nur sagen, sieht nur fast so aus. So, den Typen können wir so ein Liebesbriefgedöns da machen. Habe ich aber gerade ehrlich gesagt keinen Bock. Ja, in Kakariko kann ich definitiv beten, das weiß ich. Aber es muss doch noch andere Orte geben, wo man beten kann. Wie soll ich meine? Es kann ja nicht nur ein einziger Ort sein. Bevor ich mir das doof und dämlich suche, ich gehe jetzt nach Kakariko. Ich muss da sowieso hin. Glaube ich, denke ich, hoffe ich.
Gut, ich muss sagen, das Stream Deck ist doch schon recht praktisch, tatsächlich. Muss ich gestehen. Ich kann hier zocken in Ruhe und derzeit nochmal einen Tweet raushauen, dass ich immer noch live bin. Ich sollte mir vielleicht einen zweiten Button dafür machen. Aber egal. So, Äpfelschalen nie. Okay. Da ich das letzte Mal Ausdauer genommen habe, glaube ich zumindest, würde ich diesmal Herzen nehmen. Habe ich Ausdauer genommen letztens? Wobei Ausdauer ist bei mir gar nicht mal so das Problem tatsächlich. Nicht so großartig. Ja komm, ich kassiere so ordentlich momentan, ich nehme Herzen. Dann müssen wir noch eh noch drei. Wir kriegen eh noch Schreine. Daher geht das schon klar, denke ich mal. So, bevor wir jetzt aber irgendwie großartig in der Reise weitermachen, wir werden jetzt erstmal kochen. Naja, bring ihn nach Highway zurück. Okay. Hallo? Da. Toll, das brennt schon. Na super. Okay, so. Hast du ein paar Zutaten für mich? Also ein paar Tipps? Koch nur mal eine Maxi rüber, okay? Warte. Das ist OP. Voller Halt. Oh. Okay. Das heißt, Maxi-Rüben immer mitnehmen. Ist das normal so? Cool. Nice, cool. Danke für den Tipp. Achso. Genau, ich brauche was für Ausdauer. Na ja gut, das mit dem Kälteschutz, Kälteding ist ja relativ. Ausdauer, das war auf jeden Fall. Ups. Genau, das hier war das, ne? Bocklenhauer. Und dann noch irgendwas dazu, oder was? Egal was. Ein Apfel zum Beispiel? Oder sowas? Oder muss es schon was Bestimmtes wieder sein? Ausdauerschnecke mit Hauer. Viele Hauer. Na gut, nehme ich mal 5 Hauer. Oh, wow. Okay, alles klar. Verstehe. Nur Insekten mit Monsterzutaten mischen. Alles klar, okay. Gut, danke für den Tipp. So. Das war jetzt irgendwie weniger, obwohl ich dasselbe gemacht habe. Na gut. Wollen wir nicht kleinkariert sein. Ja, wir haben. Ich hab leider keine Schrecken. Frostvögler, Blutlibelle, Maximuschel, Sternensplitter. Insekten habe ich es irgendwie nicht so. Ich habe leider keine Schnecke mehr. Ich nehme mal besser mal davon eins. Davon eins. Die Sportechse. Bei den Monsterzutaten ist Auswahl. Ah, okay. Spurtmedizin. Stimuliert die Nerven, sodass alle deine Bewegungen schneller werden. Sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Oh. Okay, das Ding hat sich gelohnt schon mal. Okay.
Schildkröte, ah. So. Also muss man immer mischen, okay. Führt deine Ausdauer auf, auch über das Maximum hinaus. Ah, okay, cool. Cool, cool, cool. So, dann. Aber auch erstmal auch Sachen, die mir Leben geben. Deswegen muss ich mal ein bisschen hier kombinieren. Ich probiere es einfach mal ein bisschen aus. Oh. Dubiosum. Scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nicht zu zart beseitete. Okay, die. Hat jemand Hunger? Voll schön, wie die verpixelt ist. Das ist cool. Das ist cool. Halt, 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 halt. Was? Fleisch? Mit Pilzen? Egal welche Pilze? Und Hyrule-Gras? Hyrule-Gras? Wie sieht ein Hyrule-Gras aus? Habe ich das überhaupt? Mann, ich habe keine Hyrule-Gras. Nämlich meinen Rüstling hier. Ach, das hier. Lol. Abwehrdampf vielleicht. Oh, cool. Gut, vielleicht muss ich ein bisschen mehr. Du darfst normale Zutaten nicht mit Monsterzutaten oder Insekten mischen. Ah, okay, verstehe. Am besten Highwood-Pilze. Okay, nehme ich mal den Schutz vor elektrischen Schaden. Oder zwei Schweinebraten und Apfel, okay. Gucken wir gleich mal. Ich muss halt meine Sachen aufstocken. Elektro-Wildgemüse. Oh. Edelwild. Schweinebraten habe ich, glaube ich, gar nicht, ne? Ich habe nur das Edelwild aktuell. Aber ist das egal? Nein. Schwertbananen, Apfel. Jeweils eins oder was? Ich habe mit dem Kochen hier überhaupt keine Ahnung, deswegen. Ich probiere mal einfach nur doof rum. Und auf gut Glück kommt da was bei raus. Oh cool, mehr Kraft. Nicht mal vier so. Oh, schon besser. Oi, Maxi-Trüffel. Ist das wie bei der Maxi-Rübe? Scheint nicht so zu sein. Aber hey, volle Heilung plus eins. Hey, warum nicht? So. Ich muss mal ein paar Sachen, die Leben auffüllen, weil so viel, wie ich aufs Maul kriege. So, den einen noch. Oh. Entschuldigung, falsche Taste. So, ups, wollte ich nicht.
glaube, das reicht erstmal hier, oder? Die stacken sich nicht? Wie doof ist das denn? Wobei, warte mal. Probier ich mal aus. Dampfleisch, okay. So, einmal noch und dann reicht das. So. Ich habe auch mal wieder was, was so 4-5 Herzen gibt. Habe ich auch mal wieder ganz gern dabei. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht immer volles Leben, nicht immer voll, 7 Herzen weniger habe. So, Gottes Willen. Okay. Wir haben ein bisschen was an Essen. Ja, das dürfte reichen. Ja. Klamotten haben wir. Waffen haben wir. Joa. Ja, ja, ja. Ja, kann man so lassen. Ich meine, die hier. Pfeile, Bogen haben wir. Gut, Elektrofeile könnte ich vielleicht noch ein paar gebrauchen, aber das ist nicht so wild. Ich würde sagen, wir gehen da mal hier hin und dann nach Akala zum Institut. Da kann ich auch noch ein paar Sachen verbessern. Ich weiß gar nicht, wo noch meine Fee war. Ich hatte eine gefunden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gute Idee. Ja, auch ein blindes Huhn und so. Alter, finde ich. Linke Sonne. Wieso habe ich den hier nicht? Okay, Akala haben wir hier hinten. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich einfach nur hier runter, ne? Ah, da ist noch ein. Ach, hier sind wir. Oh Gott, der Turm. Ah, da unten ist auch direkt so ein Pferdestall-Dingsbums da. Cool, kann ich direkt mal mein Pferdchen holen. I believe I can fly. Da hinten kann man was sprengen, ich bin mal so frei. Lohnt sich das überhaupt? Ja, ich brauche noch einen Feuerstein. Das war jetzt irgendwie ein Satz. Das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Gut, danke für nichts, Spiel. Naja, da oben ist ein bisschen klar. Ach, mit Bomben? Ah, hab ich jetzt erschrocken. Ja, gut. So. Ich kann mein Pferd abholen. Wow, das Pferd ist aber ziemlich low. So. Naja, du mich auch. So. Ich würde sagen, wir machen den Schrein noch da oben, ne? Weil wir sowieso schon hier in der Nähe sind. Jesu Kafui Schrein. Kafui, fui, fui. No. Das ist vielleicht, glaube ich, der erste Schrein mit Rätsel. Seit 3 Stunden. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
Die Schreine sind momentan echt Mangelware hier gerade, ne? Kann das sein? Oh, strecken tut gut. Jesu-Kai-Fuß-Apparatur. Ja, ups. Ich kann das Ding Reste gar nicht machen. Ja, und nun? Muss ich echt den Controller jetzt wechseln? Anscheinend, ne? Das ist jetzt Kacke. Also klar, wie das Rätsel geht, weiß ich. Ich muss das Ding so drehen, dass ich da langlaufen kann. Aber, ja gut. Ja gut, ich hab... mein Controller hat keine Bewegungssteuerung, deswegen... Gut. So. Controller ist gewechselt. Ah, okay, ich verstehe, wie es geht. Okay. Halt. Oh, verdammt, nein. Nein, ach Mann. Ja, ich hab's kapiert. Gott, da drücke ich einmal die falsche Taste hier. So drunter durch. Nein, okay. Hätte durchaus sein können. Und da oben ist eine Kiste oder irgendwie sowas, ne? Sehe ich nicht, egal. Gott, so ein höllischer Unterschied zwischen den Joy-Cons und dem Controller, ey. Sowas bin ich ganz schlecht, ey. Ja, gut, okay. Das, ja. Gut, hat dann doch gut funktioniert. So. Ich werde den Controller jetzt aber nochmal wieder wechseln, weil ich will mit den Joy-Cons echt nicht spielen aktuell. Ich habe mich so an den Controller gewöhnt. Ja. Aber vielleicht sollte ich mir dann doch irgendwie einen originalen Pro-Controller holen. So. Und zack. So, fertig. Das ist das Gute. Das ist das Gute an der Switch. Das geht so schnell. Das geht ratzfatz mit dem Controller wechseln. Das ist geil. Das ist einfach an-ing geil. So, jetzt gehen wir auf dem Weg nach nach Dingsbums, Akala, zum wir gehen jetzt zum Institut, weil wir Gelehrte werden wollen.
Aber ich glaube, ich raste erstmal eine Nacht. Ich habe keinen Bock, hier im Dunkeln rumzulaufen. Mit den ganzen... Geister. So. Und warten. Bis morgens. Gut, das heißt, ich sollte mir die Joy-Cons auf jeden Fall rauslegen. Zumindest. Ich habe die ja nicht an der Switch angeschlossen. Macht ja keinen Sinn. So. Ist im Grunde einfach geradeaus. Hier gibt es wahrscheinlich auch irgendein Geheimnis wieder. Aber erstmal zum Institut. Also ich finde Legend of Zelda Breath of the Wild immer noch ein wirklich tolles Spiel. Auch wenn Epona gerade so dumm ist und gegen einen Baum geritten ist. Na klar, in jedem Spiel hast du irgendwie so beschissene Quests oder Aufgaben. Die hat jedes Spiel. Selbst Fable The Lost Chapters hat richtig beschissene Quests, die ich hasse, wo ich zwischendurch mal ein bisschen ausflippe. Damit muss man halt leben. Sieht so aus, als hättest du mich gerettet. Hier, ich hab was für dich. Jetzt nimm schon. Monster Sense. Diese dubiose Genussmittel ist aus Kiltons... Achso. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Seit unserer letzten Begegnung habe ich Kiltons Monsterladen noch immer nicht finden können. Er soll ein Akala sein, in der Nähe eines Teichs oder der wie ein Totenkopf aussieht, soviel ich weiß. Aber wo genau das ist, habe ich immer noch nicht herausgefunden. Ein Teich, der aussieht wie ein Totenkopf. Hier unten schon mal nicht. Hier auch nicht. Könnte der hier sein. Naja, so weit ist er ja nicht entfernt, der Junge. Hier war sonst nichts mehr, ne? Verdammt. Wollte ich einen auf Animal Crossing machen und mir hier was fangen. Alles gut, alles gut. Willkommen zurück. Das wäre so ein Monster-Dingen. Könnte ich eigentlich mal kurz ausnocken hier, ne? Der Schnecke auf der Map ist ein Schrein. Ja, habe ich mir schon gedacht. Socke legen. Ist da gerade einer mit... Ey, oh, ich habe kaum noch Waffen. Oh, Kacke. Du musst eine Kugel in den Sockel legen. Achso, so wie vorhin. So. Muss ich ja vorhin auch. So, ich dachte, wir haben Pfeile. Und ich darf wieder was essen. Na, Suppi. Ich hätte vielleicht noch mehr Meerbraten sollen, ne?
So, das reicht. War hier eine Kiste irgendwo? So was ähnliches, gibt's auch hier, wo war das, wo war der eine Titan? Hier gibt's auch diesen Titan, dieses Plateau. Diese Säulen, da gibt's auch so ein paar Kugeln. Allerdings kriege ich die eine da nicht hoch. Was hätte ich das schon gelöst? Die Kugel befindet sich am Anfang des Weges, okay. Okay. Aber sollen wir dann... Sollen wir zuerst hier die Schnecke machen? Oder direkt zum Akala, zum Institut? Alter, was hat er für einen Hit? Alter, hat er mich ja gerade fast one-hitted, ey. Diese Mistdinger, ey. Okay, Bomben hast du gesagt, ne? Steinsalz. Okay. Ah, Feuerstein, sehr gut. Hier geblieben. Dann kann ich auch diese eine Nebenquest da in Gerudo da machen. Da ist noch eins. Ja, fliegt ein bisschen weit weg. Das sind in Wahrheit Flugsteinchen. Eine neue Unterrasse der Flughörnchen. Boah, ist das grell. Oh, ist ein Schrein. Direkt neben ein... Ja, okay. Das ist wieder so ein Guide-Ding. Irgendwie... was ich ein bisschen schade finde hier im Spiel ist, erstmal, dass Eponas Lied fehlt. Und dass Links Mütze ist. Über stumpfe Waffen für Ärzte. Ja, ich brauchte eigentlich nur einen Feuerstein noch. Einen Feuerstein brauchte ich eigentlich nur noch. Für eine Nebenaufgabe. Das war die falsche Taste. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den Weg ein bisschen weiter, aktivieren dann. Okay, ist ein bisschen weit weg, ne? Durch Ambig alles bekommen, okay. Alle Skins von Link. Hä? Skins? Was? Wie? Wo? Hä? Obi? Achso, Amiibos meinst du? Das meinst du, ja. Weißt du, wie teuer die sind, ey? Boah, aber was soll ich mit denen? Wo soll ich die hinstellen? Also hier ist dieser komische Typ da, wovon wir so ein Elixier kriegen. Kann man querfett einreiten? Nee, ne? Müssen einen halben Weg zurück, ne? Ich würde sagen, wir aktivieren erstmal da hinten den Reiterhof und dann reiten wir zurück durch den... Bisschen Stress mit mir, mein Freund. Ich könnte mir auch das DLC hier holen vom Spiel. Habe ich ja auch nicht. Ich habe ja nur das reine Grundspiel. Reicht mir aber auch, bin ich ganz ehrlich. Es muss ja nicht immer so übertrieben sein. Ich hatte mir heute aber tatsächlich One Piece World Seeker geholt. Das erinnert mich sehr stark an Zelda hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ist Zelda besser. Klar, aber... Es gibt schon einige... Ähnlichkeiten. So, das Ding würde ich noch eben aktivieren hier. Ich glaube,
haben wir einen Krog gebrochen. Diesen Krog-Typ ist da. So, da vorne ist ein Schrein. Was ist denn da unten? Das Gute ist, das Pferd reitet von alleine.